Weil da hatten 40 Millionen Menschen diese App installiert und dann hat sie noch nicht mal abgeliefert, ja. Ah ja, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Zaubertrank, den ja auch noch mehr Leute geschlürft haben. Und das hat ja überhaupt nicht abgeliefert, so wie sie dachten, wie es abliefert. Es liefert auf eine andere Art und Weise ab, den viele Leute bald merken werden. Ja, wo wir schon mal beim Thema sind, kommen wir jetzt zu einem sehr, sehr interessanten Thema. Kann sich da draußen noch jemand an die Luca-App erinnern? Ja, erinnert sich noch jemand an die Luca-App? Höchstwahrscheinlich nicht mehr, weil man das längst aus seinem Gehirn verdrängt hat. Da wurde ja massiv und aggressiv Werbung für gemacht. Ja, da wurden dann einige Marionetten, wie zum Beispiel der Rapper Smudo, für eingesetzt, der durch die ein oder andere Talkshow des öffentlich-unrechtlichen Mediums getingelt ist, um das alles so wunderbar als neue Innovation darzustellen. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, ich glaube, es ist auf ganzer Linie gescheitert und wir schauen uns jetzt einen Bericht dazu an, denn wir gucken uns jetzt das Video Die Wahrheit über die Luca-App an und wir legen auch schon los. Erinnerst du dich noch an die Luca-App? Ursprünglich sollte sie uns während der Corona-Pandemie helfen. Die geniale Idee wurde damals aggressiv Da ist er ja schon. Hier, da auf der Seite, da ist er schon. Smudo, ja, der hat doch da sehr viel Werbung für gemacht in der angeblichen Pandemiezeit. Ja, ihr wisst, das landet hier auf YouTube. Ich muss mich ein bisschen beherrschen. Promoted. Mit Luca und Luca an Luca. Luca mit Luca. Piep, piep. Mit der kostenlosen App kann der Nutzer sich über einen QR-Code in einem Restaurant, einem Konzert oder einem privaten Treffen einchecken. Mit Boah, geil, ey. Ja, das ist ja so voll geil, ey. Das brauchen wir unbedingt alle, diese Luca-App. Ich glaube, der ein oder andere erinnert sich überhaupt gar nicht mehr. Was ist denn die Luca-App? Ja, das haben wir aber auch damals nur kennengelernt, weil das ja auch so promoted worden ist. Wir haben ja auch das ein oder andere Mal darüber berichtet damals auf Telegram. Ja, die Luca-App. Den Daten können Gesundheitsämter dann Infektionsketten durchbrechen und Superspreader ausfindig machen. 40 Millionen... Superspreader ausfindig machen. Ja, ja, die Superspreader. Die kann dann durch die App ermittelt werden. Da haben wir wieder einen. Da ist wieder der Spreader. Ja, auf ihn. Erinnert einen wie in so einer Zombie-Apokalypse, ne? Da haben wir einen Superspreader. Da hinten ist er. Zu den Gewehren. Millionen Deutsche haben die App installiert. Die Bundesländer haben... Ernsthaft? Wirklich? 40 Millionen Menschen, ist das wirklich so, haben diese App installiert? Wow! Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das wusste ich gar nicht. 40 Millionen? Das hätte ich niemals gedacht. 40 Millionen Leute hier haben einfach diese App installiert gehabt. Wahnsinn. Ich niemals gedacht. Haben an Luca geglaubt und insgesamt 20 Millionen Euro für die Technologie ausgegeben. Da hat es sich gelohnt. Hier. Ching, ching. Also derjenige, der das entwickelt hat, der wurde richtig reich, höchstwahrscheinlich. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben den Einsatz der Luca-App zumindest schon einmal öffentlich empfohlen. Leider hat die App nie richtig funktioniert. Sie hatte Ja, Leute, was wollt ihr denn da draußen auch erwarten, Leute? Hör mal, da gingen doch nur 20 Millionen Steuergelder ja in die Entwicklung dieser wunderbaren App. Also Leute, was erwartet ihr denn? Also da muss ja mindestens 1 Milliarde reinfließen, damit das überhaupt funktioniert. Was denkt ihr denn, was man mit lächerlichen 20 Millionen... Was sind denn schon 20 Millionen? Ist doch nix. Ja, 20 Millionen, dafür steht doch der Cristiano Ronaldo noch nicht mal auf für 20 Millionen. Kaum einen Nutzen für die konkrete Kontaktverfolgung. Es gab etliche Datenschutzprobleme und Sicherheitslücken. Die Vermarktung war oft fragwürdig und ihr massiver Erfolg beruhte teilweise auf rechtswidrigen Deals. Und heute, Jahre nach der Pandemie, sieht sie so aus. Man kann mit ihr bezahlen, Restaurants finden und Luca-Punkte sammeln. Sehr innovativ, die App Luca-Punkte sammeln. Ich wette, dass die überhaupt keiner mehr benutzt. Aber ich möchte nicht zu weit gehen, ja. Man versucht dann am Ende des Tages, trotz dieser ganzen Enttäuschungen, das Volk dann immer noch als schlauer einzustufen, als sie letztendlich sind. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es heutzutage immer noch Leute gibt, die die App nutzen. Luca wird scheinbar in eine Super-App umgewandelt. Bund und Länder sind mittlerweile raus. Dafür gibt es neue Investoren. Was zur Hölle ist...
Ja, dass ich der Beitrag jetzt so umändern würde, wer hätte das gedacht? Also jetzt geht's wieder rüber zu Russland. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt wieder die Russen gemacht haben sollen mit der Luca-App. Ist hier passiert. Haben deutsche Steuerzahler einem Zahlungsdienstleister-Startup indirekt saftig Startkapital gegeben? Fragen über Fragen. Anfang 2021. Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Masken beherrschen seit einem Jahr unseren Alltag. Die zweite Corona-Welle ist gerade überstanden. Wie ich das Thema liebe, ja. Ich liebe es ja wirklich, wenn wir da wieder über dieses Thema reden. Und vor allen Dingen, wir sind ja jetzt bei einem Ersteller angekommen, bei einem YouTube-Kanal, die ja diese ganze Scheiße gefressen haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Die ja voll positiv dem Ganzen gegenüberstand und natürlich auch null kritisch. Also so schätze ich das Ganze ein, was ich bis jetzt davon so gesehen habe. Aber ja gut, komm, wir sagen nichts, wir gucken einfach weiter. Deutschland kommt aus einem harten Winter. Die Impfkampagnen beginnen. Die ganze Welt sehnt sich nach einem Ende der Pandemie. Bund und Länder setzen bei der Eindämmung des Virus auch auf die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Weite Teile der... Ja, geil, ne? Auf die Nachverfolgung der sogenannten Superspreader. Höchstwahrscheinlich die Nachverfolgung der bösen Unwilligen vielleicht sogar. Aber die hätten sich ja die App sowieso niemals installiert. Vor allen Dingen, ey, ganz ehrlich, ich kann wirklich stolz behaupten, dass ich niemand in meinem Bekanntenkreis habe, der diese App installiert hat. Also... auf keinen Fall. Also da könnte ich jetzt auch meine Hand für ins Feuer legen. Ich habe natürlich jetzt nicht jeden gefragt, aber ich weiß, also aus meinem inneren Kreis sowieso nicht. Da hätte sich niemand diese App installiert. Fürchterlich. Gastronomie und Kulturbranche können so endlich wieder Gäste empfangen. Dafür müssen Besucher von Restaurants, Cafés und Events ihre Kontaktdaten auf Papierlisten eintragen. Diese Listen werden aber oft nicht richtig ausgefüllt. Die Gesundheitsämter sind mit der Auswertung maßlos überfordert. Doch dann kommen die Fantastischen Vier. Ja, wer auch sonst, die Fantastischen Vier kamen dann, ja, weil die dann gesagt haben, so jetzt haben wir was für euch. Ja, wir haben lange mit unseren Entwicklern im Keller gesessen und präsentieren euch jetzt die Luca-App. 2021 will die Gruppe eigentlich auf große Stadiontour gehen. Die muss aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Oh. Stattdessen bewerben die Bandmitglieder deutschlandweit die Luca-App. Wir haben die App nicht erfunden. Das ist Freunde von uns, Bekannte hier in Berlin. In einem frühen Stadium der Idee sind wir dazugestoßen. Ja. Ja, dass ihr die App nicht erfunden habt, das hätte auch, glaube ich, keiner geglaubt. Ja, und klar, natürlich haben sie die App promotet. Wenn sie ja schon nicht auf große Stadiontour gehen konnten, dann hält man halt auch gerne mal für sowas her, ne? Alles Satire, liebe Anwälte der Fantastischen Vier. Alles Satire. Wir machen hier Satire, Leute. Alles Spaß. Alles lustig. Alles hahaha. Alles Comedy. Ja, sind eher als Botschafter für den Kulturbereich. Markus Trojan ist einer dieser Bekannten. Er ist selbst Clubbetreiber und ist maßgeblich von den Corona-Maßnahmen betroffen. Er hat bereits 2020 die Idee für die Luca-App. Im Sommer... Trojan, ja? Da könnte man ja fast schon so ein Wortspiel draus machen hier. Ja, vielleicht noch ein A dranhängen. Nach Möglichkeit den Sinn der App entdeckt. Ja, dass ein Markus Trojan die Luca-App entwickelt hat. Aber man kann sagen, das A hat ihn gerettet am Ende des Tages, dass es nicht in seinem Namen vorkommt. Sommer 2020 beginnt er mit der Entwicklung. Mit Luca soll die Kontaktnachverfolgung in der Gastro- und Kulturbranche smooth per App funktionieren. Richtig. Durch das smooth. Ein- und Auschecken weiß man immer, wer sich zu welchem Zeitpunkt am jeweiligen Ort aufgehalten hat. Ja, und das ist leider alles so, hat nicht funktioniert, ne? Die Leute da draußen davon zu überzeugen, ne? Also, dass die diese ganzen Sachen immer so in ihren Alltag fließen lassen, weil das war höchstwahrscheinlich der Sinn dahinter. Abseits der sogenannten Pandemie wollten die höchstwahrscheinlich, dass die Leute sich an sowas gewöhnen, dass sie immer ganz genau sagen, wo sind sie gerade, obwohl das höchstwahrscheinlich mit den Google-Diensten sowieso so ist. Also Google weiß höchstwahrscheinlich mehr über dich als du selber. Vor allen Dingen und dann so, ey, war ich da wirklich mal? Ach ja, stimmt, habe ich schon ganz vergessen. Ja, aber Google weiß es, als du da warst. Das ist schon ganz, ganz pervers öfters. Vor allen Dingen auch, was ja auch, das ist jetzt keine Verschwörung oder so hier, was auch sehr, sehr ekelhaft ist, ist ja, dass sie dich ja auch heimlich abhören. Ne? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, wir würden jetzt die ganze Zeit über ein gewisses Produkt reden. Sagen wir jetzt einfach mal, wir versuchen jetzt mal 5 Minuten lang über PlayStation zu reden. Über PlayStation 5. Sagen wir mal, ey, wir haben noch mal vor, ein bisschen PlayStation 5. Ich weiß nicht, ob ich die kaufen soll und ja, ist die denn auch wirklich so gut wie versprochen? Ja, da gibt es ja dann doch
auch einige Sony-Exclusive-Titel zukünftig, ja, die man eventuell noch mal zocken könnte oder generell zocken könnte. Was meint ihr denn da draußen? Können wir denn möglicherweise eine PlayStation 5 kaufen? Ja, und je öfter man darüber redet und dann plötzlich aus dem Nichts, du bist im Internet unterwegs mit deinem Handy und auf einmal wird die Werbung für PlayStation 5 angezeigt. Alles natürlich nur Zufälle, hat damit nichts zu tun, dass du heimlich abgehört worden bist und man dadurch auch die Werbung verfeinern konnte, die dir so angezeigt wird. Unter anderem. Ja, aber ich weiß, es sind Verschwörungstheorien. Verschwörungstheoretiker behaupten sowas. Sowas wird natürlich in der realen Welt niemals umgesetzt werden. Also bitte hört auf zu schwurbeln. Mit diesen Daten sollen Gesundheitsämter die Kontaktpersonen von Infizierten einfacher ausfindig machen und kontaktieren können. Der Programmierer Patrick Hennig hilft Trojan bei der Umsetzung. Hennig hat bereits Erfahrungen mit IT-Lösungen für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Bundesdruckerei. Die beiden gründen die Culture for Life GmbH für die Luca-App. Kurze Zeit später steigen die Fantastischen Vier mit ein. Schon Ende 2020 wird Luca in ein paar Modellregionen getestet. Zum Beispiel in Jena und auf Sylt. Auf Sylt? Ja, wie kam man denn auf Sylt? Weil es hätte so viele andere Bereiche gegeben in Deutschland, wo man die vielleicht noch hätte besser testen können. Ja, testen wir die mal auf Sylt. Okay, warum auch immer man da hingegangen ist, aber gut. März 2021 beschließt die Ministerpräsidentenkonferenz, dass die Kontaktnachverfolgung auch elektronisch stattfinden darf. Die Bundesländer drängen auf schnelle, flächendeckende Lösungen und im besten Fall eine einheitliche App. Gerade diesen Hin-Rückkanal vom Gesundheitsamt, der ist gar nicht möglich, wenn man für die Pizzeria eine eigene App hat und für Stadion eine eigene App hat. Welche App warnt mich dann, dass das Gesundheitsamt meine Daten war? Deswegen geht das nicht. Die Corona-Warn-App vom Bund läuft nur im Hintergrund, ist anonym und kann entsprechend keine Kontaktdaten an die Gesundheitsämter weitergeben. Das ist aber auch eine Scheiße, du, dass das alles nur anonym lief. Meine Güte. Exakt, selbst schon erlebt, habe mich mit meiner Tochter über was unterhalten. In dem Moment bekommt meine Tochter eine Werbemail von dieser Firma, noch nie was dort gekauft. Handy lag unbenutzt auf dem Tisch. So sieht's aus, mein Lieber. Ja, ja, die Google-Dienste, die einem auch immer aufgezwungen werden, ne? Wenn man irgendein neues Handy hat oder wo auch immer, überall sind die Google-Dienste drauf vertreten. Das ist schon eine geile Geschichte, ja. Luca verkauft sich als der perfekte Kandidat, um diese Lücke zu schließen. Ich gehe also und fahre mit der U-Bahn zu meiner Freundin. Ich checke das mit Luca. Piep, piep. Dann treffe ich mich mit der Freundin, mit der Oma. Privates Treffen. Piep. Dann gehe ich ins Taxi. Piep. Gehe ins Restaurant. Piep. Dann gehe ich nach Hause. Am nächsten Tag möchte ich gerne zu den Fanders aufs Konzert. 4000 Leute. Die Luca. Dann mache ich mal hier Piep, dann mach mal da Piep und vor allen Dingen hier Piep, Piep, Piep. Ja, so läuft das dann höchstwahrscheinlich ab. Ja, wie sie das so den Leuten da draußen so schmackhaft machen wollten, ne? Da, ja, mach mal hier Piep, dann mach mal da Piep. Und das ist ja alles halb so schlimm, das kostet ja auch null Zeit, wir haben ja eh alle Handys in der Hand. Ja, 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 ja. Und dann natürlich nur rein zufälligerweise kamen dann aus dem Nichts die ersten Testeinkaufszentren und dann hatte man auf einmal ein Aldi als Beispiel oder ein Edeka beziehungsweise Rewe auch, wo es dann keine Mitarbeiter gab und wo man ganz cool einfach nur per App einkaufen konnte und es dann später von deinem Guthaben abgezogen wird. Ja, man hat mit allen Mitteln versucht, die Leute dahin zu drängen, weil neben dieser angeblichen, der angeblichen Seuche, die in Deutschland unterwegs war, hat man natürlich auch die Leute direkt versucht, an all das zu gewöhnen und sie natürlich auch ein bisschen vom Bargeld wegzubringen, ne, Leute da draußen? Ja, ja. Hat aber nicht ganz funktioniert, ja. Leider hat, obwohl jeder diese sogenannte Luca-App auf seinem Handy hatte, bis heute nicht wirklich gefruchtet, dass die Leute immer schön mit ihrem Handy alles scannen, ja, und dann so sich komplett an dieses Leben gewöhnen und am besten auch das Bargeld weglassen, weil das war ja auch unter anderem das Ziel. Die App wird direkt nach der Ministerpräsidentenkonferenz in den ersten Bundesländern eingesetzt. Die Gesundheitsämter müssen Lizenzen kaufen, wenn sie auf die Daten zugreifen wollen. Als erstes Bundesland kauft Mecklenburg-Vorpommern eine Lizenz für 440.000 Euro. Wir haben uns aus vielen Gründen für diese Luca-App und dem dahinterstehenden System entschieden, weg von der Zettelwirtschaft rein ins 21. Jahrhundert, hin zu schneller Kontaktnachverfolgung, aber das eben auch sicher. Normalerweise muss es für solche Deals öffentliche Ausschreibungen geben, damit es einen fairen Wettbewerb gibt. Mecklenburg-Vorpommern hat darauf verzichtet. Das Wirtschaftsministerium hat den Ländern wegen der Pandemie auch ausnahmsweise erlaubt, den üblichen Weg zu umgehen. Allerdings nur, wenn kein anderer Anbieter den Auftrag erfüllen konnte. Mecklenburg-Vorpommern macht also eine eigene Marktanalyse.
Dabei müssten eigentlich auch Mitbewerber von Luca gesucht und bewertet werden. Das hat in Mecklenburg-Vorpommern eher nicht stattgefunden, sondern da war das Ganze so ein bisschen oberflächlicher. Man hat sich wohl eher auf so eine Google-Suche verlassen. Das ist die Journalistin Jelena Berner. Sie hat mit ihrem Team für den Spiegel einen Podcast über Luca gemacht. Ein Link ist in der Beschreibung. Tatsächlich gibt es in Mecklenburg-Vorpommern mindestens einen weiteren Anbieter. Die hatten sogar ihr Angebot mehrfach der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern zukommen lassen. Als dann der Zuschlag für Luca kam, fanden diese Anbieter das natürlich nicht so witzig, dass sie überhaupt keine Rückmeldung bekommen haben zu ihrem Angebot. Also das heißt, da gab es dann auch noch andere, die höchstwahrscheinlich auch den Braten gerochen haben und ordentlich abkassieren wollten, ne? Ja, so sieht es auch aus am Ende des Tages. Klar, und eine Devise gilt natürlich, immer wenn irgendwas als kostenlos immer so angepriesen wird, da kann man sich meistens darauf verlassen, dass man immer mit seinen Daten bezahlt. Also in der Regel. Oder man gibt jemandem was kostenlos in einer App und es gibt dann noch eine Premium-Funktion dazu und versucht durch die kostenlose Nutzung der App denjenigen irgendwann als Premium-User begrüßen zu dürfen. Solche Fälle gibt es natürlich jetzt auch mittlerweile schon zuhauf. Haben dann Klage eingereicht. Das Oberlandesgericht Rostock gibt den Klägern später recht. Die Vergabe an Luca in Mecklenburg-Vorpommern war rechtswidrig. Oh. In Thüringen will man den Verzicht auf eine öffentliche Ausschreibung sattelfest hinbekommen. Der zuständigen Behörde wird in einem Expertenschreiben bestätigt, dass es keine mit Luca vergleichbare Lösung gebe. Der Verfasser dieses Schreibens war Patrick Hennig, der Chef von Luca. Okay, Bundesland für Bundesland kauft fleißig Luca-Lizenzen, ohne den Auftrag vorher auszuschreiben. Dafür geben sie insgesamt über 20 Millionen Euro aus. Die App erobert Deutschland im Sturm. Nur 3 Bundesländer entscheiden sich gegen eine landesweite Nutzung. Der rasante Erfolg überrascht Jelena im Nachhinein nicht. Der Vorteil war natürlich, dass Luca im Frühjahr 2021 enorm weit war schon. Und dann gab es eben andererseits Smulo, der in allen möglichen Talkshows saß, bei Will Maischberger, einfach für so eine Art Vorschussvertrauen gesorgt hat. Jeder kannte diese App, bevor sie überhaupt überall breit angewandt wurde. Jeder wusste, da kommt was. Ja, absolut, richtig. Ne? Da hat man natürlich dann auch wieder die sogenannten Superstars da genommen aus Deutschland. Ja, Smudo, ja, der natürlich so vertrauenswürdig ist. Das ist doch ein Bandmitglied der Fantastischen Vier. Ist doch der Super Smudo, es ist doch der tolle Smudo. Ja, und dadurch konnte man das Ganze natürlich relativ schnell beliebt machen und vor allen Dingen so hinzaubern, dass die Leute direkt zum Urvertrauen hatten. Was ist doch der Super Smudo, ist das doch? Ist das der Smudo, Mensch? Noch besser wäre das Ganze natürlich gelaufen, wenn man Günther Jauch gehabt hätte. Ja, ich meine, bei Günther Jauch, wie der gute Günther Jauch. Ach, der Jauch doch nicht. Ist doch der Jute. Ja, ist doch der Traum aller Schwiegermütter. Der Günther Jauch. Aber der ist doch schon ein feiner Kerl, der Günther Jauch. Du, der ist doch schon, der ist doch super, ist das, der Günther Jauch. Ja. Das Urgestein. Udo hat dann immer so erzählt, wir haben hier den Feuerlöscher, ihr müsst ihn jetzt nur noch nutzen. Das war natürlich auch ein Wording, was total überzeugt hat. Die Luca-App wird neben der Corona-Warn-App zu dem digitalen Tool gegen die Pandemie. 40 Millionen Menschen haben sich allein im ersten Jahr registriert. Von den teilweise überhasteten, fragwürdigen Vergabeverfahren wusste die breite Öffentlichkeit damals nichts. Vielleicht wäre das alles noch irgendwie vertretbar gewesen, hätte die App abgeliefert. Hat sie aber nicht. Weil dann hatten 40 Millionen Menschen diese App installiert und dann hat sie noch nicht mal abgeliefert. Ja. Ah ja, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Zaubertrank, den ja auch noch mehr Leute geschlürft haben und das hat ja überhaupt nicht abgeliefert, so wie sie dachten, wie es abliefert. Es liefert auf eine andere Art und Weise ab, den viele Leute bald merken werden. In der App selbst waren aber dann halt auch Dinge drin, die waren halt einfach ja, schlampig umgesetzt, die waren schnell umgesetzt und das war das Schlimme eigentlich, einerseits ein System zu haben, was so viel Security verspricht, aber dann so banale Fehler macht. Das ist IT-Expertin Bianca Kastel. Sie hat mehrere... Meine Güte, ey. Wisst ihr, was ich mich immer wieder frage, liebe Freunde? Das meine ich wirklich komplett ernst. Frage mich manchmal ernsthaft, wie man als Kind, wenn man
den Kühlschrank aufgemacht hat, was es für ein Erlebnis war, dabei zuzugucken, wie das Licht im Kühlschrank so ausging. Wisst ihr das noch? Weil man immer so am Kühlschrank stand und dann so noch reingeguckt hat und jetzt, da ist er ausgegangen! Und dann zack, die Kühlschranktür zugemacht hat. Ja, Wahnsinn, oder? Das einfach so ganz viele Leute da draußen gemacht haben. Jeder hat das als Kind irgendwie gemacht, immer den Kühlschrank so auf, Kühlschrank so zu und dann immer so gewartet, wo der Moment ist, wenn so das Licht ausgeht vom Kühlschrank. Was für ein Scheiß eigentlich heute, oder? Ah ja, die gute Bianca Kastel da wieder, ey. Die IT-Expertin könnte einem jetzt bestimmt hier helfen bei dem Problem. Ihre Gesundheitsämter bei der Digitalisierung in der Pandemie unterstützt. Im Bodenseekreis hat sie ab Ende März einen Pilotversuch mit Luca geleitet. Ihre Liste der IT- und Sicherheitsprobleme von Luca ist lang. Sie stört schon im Februar, dass der Code nicht öffentlich ist. Wir sprechen ja von einer sehr, sehr großen, sagen wir mal, digitalen Infrastruktur. Etwas, was quasi alle Leute in quasi sehr, sehr vielen Bundesländern nutzen müssen. Was natürlich nur dann irgendwie Vertrauen genießen kann, wenn man prüfen kann, ob das wirklich auch so sicher ist. Im April 2021 lenkt Luca ein und veröffentlicht den vollständigen Code. Dabei fällt auf, dass die Entwickler Teile eines Codes des Wiener Programmierers Mykola Bubelig nutzen. Das war so klar, dass sie da heimlich geraubt haben. Ja? Oder aus Versehen kopiert haben. Aber nicht mitbekommen. Aus Versehen wieder passiert. Sie da dann den Code dafür benutzt haben. Code war zwar Open Source, doch Luca hat ihn 1:1 übernommen, ohne den echten Urheber anzugeben. Luca bessert nach. Doch das bleibt nicht der einzige Vorfall. Etliche IT-Experten überprüfen den Code und schlagen Alarm. Sie weisen auf etliche Sicherheitslücken hin. Sie bemängeln, dass die hochsensiblen Nutzerdaten zentral gespeichert werden. Das mache Luca angreifbar. Im November 2021 wird das erste Mal unberechtigt auf Luca-Daten zugegriffen. Vor einer Mainzer Kneipe stürzt ein Mann und stirbt an seinen Verletzungen. Zeugen berichten später von einem Streit und dass der Mann geschlagen wurde. Bei den Ermittlungen nutzt die Mainzer Polizei Daten der Luca-App, um Kneipengäste des Abends ausfindig zu machen. Doch krass, die Polizei hätte diese Daten aber niemals erhalten dürfen. Aber da bin ich ganz ehrlich, dafür aber einen Kriminellen zu fassen, es war smart, muss man wirklich sagen. Echt smart, meine ich ehrlich. Ist ja schon fast auf Adrian Monk-Level. Ja, das war schon auf jeden Fall krass. Schon gar nicht ohne richterlichen Beschluss. Dieser Datenmissbrauch war laut SWR-Recherchen kein Einzelfall. Mehrere Ermittlungsbehörden hätten zumindest versucht, an Luca-Daten zu gelangen. Das war in den Gesetzen schon sehr klar abgewogen, dass das wirklich nur für die Kontaktnachverfolgung sein muss, für nichts anderes. Und man hat dann quasi einfach dieses Prinzip irgendwann mal aufgebrochen und sagt, ja, da gibt es jetzt noch einen wichtigeren Fall. Und das Problem ist da schlicht und ergreifend, dass wenn man das zulässt, dass man halt irgendwann ein Überwachungssystem hat. Ein weiteres Problem waren die... Ja, absolut. So sieht es halt einfach aus. Nichts anderes haben wir auch gesagt. Sagen wir die ganze Zeit, dass es ein Überwachungssystem ist, ja? Da hat die gute Frau recht. Diese Schlüsselanhänger. Wer die Luca-App nicht nutzen wollte oder kein Handy hatte, konnte mit ihnen in Locations einchecken. Dafür wurde an der Tür einfach der QR-Code auf dem Anhänger gescannt. Dann musste man nur an den QR-Code einer Person gelangen und man konnte sie tracken. Man konnte die vollständige Check-in-Historie der letzten 30 Tage einsehen und Check-ins sogar in Echtzeit verfolgen. So, und das ist das nämlich, was ich die ganze Zeit sage. Und so würde der gläserne Mensch aussehen, von dem ich, da warne ich die ganze Zeit schon. Aber jetzt stellt euch mal vor, jede Scheißbewegung, die ihr draußen macht, dass ihr irgendwo seid, im Supermarkt, wo auch immer, was auch immer, das wird alles verfolgt werden und das würde irgendwo aufgezeichnet werden, was höchstwahrscheinlich heimlich sowieso irgendwo gemacht wird. Ja, also, ich meine, wir haben die Spionagedinger ja immer dabei, die Handys, wird eh immer gemacht, aber... Jetzt stellt euch das wirklich mal vor, dass das alles aufgezeichnet wird und alles musst du nachher darlegen. Ja, du warst doch hier und da und dann zu der Uhrzeit warst du da. Ey, das ist doch schlimm, oder? Das ist doch ekelhaft. Ekelhaft, da geht's doch gar nicht mehr. Ja, also wirklich unglaublich. Luca hat die Sicherheitslücke direkt nach Bekanntwerden geschlossen. Trotzdem wurde Nutzern seitdem geraten, keine Fotos ihrer Schlüsselanhänger im Netz zu posten. Das war längst nicht alles. Wir werden heute direkt das Gesundheitsamt angreifen und zwar tun wir das als normaler Luca-Nutzer. Das ist die Stimme des Sicherheitsforschers Markus Mengs. Er hat im Mai 2021 gezeigt, wie er mit einem simplen Code Luca-Nutzerdaten von einem Gesundheitsamt klauen könnte.
Mit einer sogenannten Code Injection hat er zum Beispiel statt seiner Postleitzahl einen bestimmten Code eingegeben. Wäre dieser in der Excel-Tabelle eines Gesundheitsamts ausgeführt worden, hätte Mengs sich ins System hacken können. Er ist überzeugt, dass er so auch einen Ransomware-Angriff hätte starten können. Bei einem solchen Angriff wären die PCs des Gesundheitsamts verschlüsselt worden und die Hacker hätten hohe Lösegelder für die Entschlüsselung gefordert. Nur wenige Wochen vor diesem Test hat Lukas CEO Hennig behauptet, ein solcher Angriff sei nicht möglich. Ja, was die halt alles immer so behaupten, ne? Aber Hauptsache, jeder hat es auf seinem Handy gehabt, ne? Diese wunderbare Luca-App. Also fast jeder. Die Hälfte der Bevölkerung. Wahnsinn. Alles hatte klar. Die App 1000 Datenschutzprobleme, wie es ihr gerne vorgeworfen wird? Jein. Ihnen sind wirklich dumme Fehler passiert. Und es gab Sicherheitslücken. Ich glaube nur, hätten sie es ganz anders kommuniziert, wäre es anders aufgenommen worden. Und sie hätten einfach von Anfang an transparenter sein können. Probleme beim Datenschutz, Schwachstellen im System und mangelnde Transparenz. All das bei einer App, auf die etliche Bundesländer gesetzt haben und die mehrere Millionen Euro an Lizenzgebühren einkassiert hat. Hat die App denn wenigstens gehalten, was sie versprochen hat? Wurden Infektionsketten gebrochen und konnten Veranstaltungen dank ihr sicher ablaufen? Welche Infektionsketten? Ich frage nur nochmal, welche denn genau? Jetzt laut den RKI-Files, welche Wellenbrecher oder welche Wellen überhaupt? Ja? Also der grundsätzliche Nutzen von Luca hat sich eigentlich seit den ersten Tests, die wir am Bodenseekreis gemacht haben, wo wir festgestellt haben, dass der wirklich infektionstechnische Nutzen nicht vorhanden ist, gar nicht verändert. Und es war auch am Ende immer noch ein genauso nutzloses Tool wie zu Beginn. Luca sagt bis heute, sie haben über 550.000 Warnhinweise verschickt, was ja erstmal gut klingt. Doch meine Kolleginnen vom Spiegel haben eigentlich etwas ziemlich anderes nachrecherchieren können. Der Spiegel hat die gut 400 Gesundheitsämter in Deutschland gefragt, wie oft sie von Mai bis Oktober 2021 Luca-Daten angefordert haben. Gut die Hälfte hat geantwortet. 54 von ihnen haben in dem Zeitraum gar keine Luca-Daten benutzt. 121 Gesundheitsämtern haben Luca-Daten insgesamt in nur knapp 280 Fällen geholfen, Infektionsketten nachzuverfolgen. Bei nur 280 Mal nur. Ja, schön. Das hat sich ja gelohnt, das Steuergeld da reinzustecken. In einem halben Jahr sind das pro Gesundheitsamt, das Luca genutzt hat, knapp über 2 nachverfolgte Infektionsketten. Zum Vergleich, in diesen Regionen gab es im selben Zeitraum 390.000 Neuinfektionen. Millionen von Menschen haben sich bei jedem Besuch im Restaurant, Club oder Stadion mit der Luca-App ein- und ausgecheckt. Und das hat offenbar nichts gebracht. Also ich glaube, ich war gar nicht so sehr von Luca. Natürlich hat das was gebracht, liebe Freunde. Jede Menge Daten. Ja, das hat es gebracht. Und die Menschen fallen immer und immer und immer wieder drauf rein. Es ist egal, was man ihnen präsentiert. Sie machen einfach immer alles. Das ist so geil. Ja. Ach Mensch, ey. Ach Mensch. Enttäuscht, aber es war eher die Enttäuschung über... Hieß doch Kerstin, oder? Wie hieß sie jetzt nochmal? Kerstin? Ich glaube schon, ne? Was haben wir uns da eigentlich für einen Scheiß andrehen lassen? Viele der Gesundheitsämter konnten schlicht nichts mit den Daten anfangen. Also da gab es in den seltensten Fällen spezialisierte Teams, die nur Luca-Daten ausgewertet hätten. Ausnahme Hamburg, die waren da irgendwie ein bisschen offensiver. Aber de facto ist es halt, die meisten Ämter hatten andere Dinge zu tun. Schon vor Luca waren die Ämter bei steigenden Inzidenzen überfordert. Teilweise mussten Soldaten der Bundeswehr sie unterstützen. Um Infektionsketten nachzuverfolgen, wurden Infizierte einzeln angerufen und zuerst nach Kontaktpersonen im Familienumfeld, der Arbeit oder der Uni abgefragt. Luca-Daten abzurufen stand laut Kaste ganz hinten auf der Prio-Liste der Gesundheitsämter. Ja, da hat sich ja gelohnt. Ja, eine Priorität ganz hinten. Ach ja, Luca-App brauchen wir nicht. Haben wir zwar alle am Handy, aber brauchen wir nicht. Ja, einfach geil. Dann haben sie Leute angerufen, um die Infektionsketten besser zu verfolgen. Ja, oder einzudämmen, je nachdem. Sehr schön. Luca hat nicht erfasst, wie nah und für wie lange Personen beieinander standen, sondern nur, wer gemeinsam in einer Location war. Das sagt oft wenig über das tatsächliche Infektionsrisiko aus. Bei einem Konzert hätten laut Luca alle 1000 Besucher als potenzielle Kontaktpersonen gegolten, auch wenn die meisten nicht in der Nähe des Infizierten waren.
Diese Wulst an Daten war für die Kontaktverfolgung weitestgehend unbrauchbar. Außerdem haben Nutzer regelmäßig vergessen, sich auszuchecken, was für unnötigen Datenmüll gesorgt hat. Ich kann eigentlich nur noch drüber lachen, ne? Also diese Zeit, sie war, so schrecklich diese Zeit ja war, aber trotzdem hat sie einem so die Augen geöffnet in Bezug auf die Gesellschaft. Ja, eigentlich, es war doch ein großes Meisterwerk. Man muss es schon sagen, man muss es schon zugeben, dass es ein riesengroßes Meisterwerk war, was dort zelebriert worden ist. Ne? Ich meine, ihr kennt mich, ich gebe meinen Feinden ja auch Respekt. Ne? Also Hut ab, liebe Eliten da draußen oder böse Eliten, eher gesagt. Da habt ihr was zelebriert. Es war schon ein Meisterwerk. Ja, muss man schon fairerweise sagen. Egal, wie doof ihr euch dabei angestellt habt und so offensichtlich nicht das Ganze war. Und sie haben es trotzdem geglaubt. Also großen Respekt. Eigentlich einen digitalen Prozess hat man ja nicht besonders gut entlastet. Luca hat die chaotische Zettelwirtschaft lediglich digitalisiert. Anfang 2022. Die Impfkampagnen zeigen Wirkung. Die Omikron-Variante ist weniger gefährlich. Erste Bundesländer überlegen, ihre Verträge mit Luca nicht zu verlängern. Luca reagiert mit 50% Rabatt pro Gesundheitsamt. Ja, ihr habt aber 50% Rabatt. Bitte kaufen Sie doch nochmal für ein Jahr eine Lizenz. Komm, wir geben Ihnen auch 50% Rabatt obendrauf. Ja, also geil. Mit 50% Rabatt, damit Sie nochmal einen Schnapper machen konnten hier. Es würden nur noch 9 statt 18.000 Euro pro Jahr fällig. Ja, auch Smudo ist rechtzeitig zu den Vertragsverlängerungen zurück im Fernsehen. Wir werden sehen, was die Parlamente entscheiden. Ich gehe davon aus, dass die sehr gute Gründe haben, Luca weiterzumachen oder eben nicht. Offensichtlich hatten sie keine guten Gründe. Bundesland für Bundesland kündigt im März 2022 die Verträge, bis nur noch ein einziges übrig bleibt. Hamburg zahlt bis in den Herbst weitere 36.000 Euro, um die App notfalls kurzfristig hochfahren zu können. Ja, also das wundert mich nicht, dass Hamburg das einzige Bundesland war, ja, was diese Scheiße dort noch weiter durchgezogen hat. Einfach geil, ey. Hamburg, ja, was auch sonst. Ne? Also von Hamburg erwarte ich auch nichts anderes, ehrlich gesagt. Doch das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Denn plötzlich soll Luca zu einer Super-App werden. Die Luca-Macher wollen aus der App eine Plattform für das alltägliche Leben machen. Heute ist sie irgendwas zwischen Restaurantführer und digitalem Portemonnaie. Es gibt Speisekarten, Öffnungszeiten, man kann Essen vorbestellen und Tische reservieren. QR-Codes sind jetzt Teil von Luca Pay. Am Tisch kann man einfach den Code scannen, bezahlt über die App und kann digital Trinkgeld geben. Man sammelt bei jeder Zahlung Luca Points, die man bei teilnehmenden Restaurants einlösen kann. Luca will Restauranterlebnisse vollständig digitalisieren und Zahlungen abwickeln. Ja, seht ihr? Vollständig digitalisieren. Ja, und dann natürlich rein zufälligerweise die Leute immer so ein bisschen mehr in die Richtung zu schubsen, doch bitte auf das Bargeld zu verzichten, weil man kann ja alles mit der Luca-App machen. Reservieren, bezahlen, alles einfach. Ja. Einkaufen. Ach, ist das schön. Ja, und so wollten die das hintenrum einführen. Ja, wollten so die Leute erziehen, eher gesagt. Das Luca-Team wittert ein lukratives Geschäftsmodell. Der Markt für mobiles Zahlen wächst rasant. Luca hat während der Pandemie fleißig Lizenzgebühren von den Bundesländern eingesammelt und ist dadurch gewachsen. Wenn ich bei dem Namen Luca bleibe, dann muss ich den Namen Luca nicht mehr bekannt machen, weil in Deutschland fast jeder Luca kannte bis zu dem Zeitpunkt. Darf das Unternehmen jetzt einfach über Nacht den Zweck der App ändern? Und sind die Bundesländer damit einverstanden? Meine Einschätzung ist, entweder haben sie schlecht verhandelt, weil sie Zeitdruck hatten. Und andererseits gibt es natürlich immer wieder so Public-Private Partnerships, wo private Unternehmen eben mit dem Staat, mit öffentlichen Trägern Verträge eingehen. Und da ist das auch nicht unüblich, dass dann die Anbieter das kommerzielle Weiternutzungsrecht weiter nutzen können. Luca ist losgezogen und hat sich auf die Suche nach neuen Investoren gemacht. Eines ihrer wichtigsten Verkaufsargumente sollen die gut 40 Millionen deutschen Nutzer gewesen sein. Luca hat wohl in internen Unterlagen damit geworben. Damit hat Luca seinen Investoren aber vielleicht etwas zu viel versprochen. Die sogenannte Zweckbindung der Datenschutzgrundverordnung macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. App-Anbieter dürfen bestehende Nutzerdaten nur für das ursprünglich vereinbarte Angebot verwenden.
Das finde ich auch gut so. Ja, da kann man ja mal sagen, dass das gut ist. Und ja, da haben sie höchstwahrscheinlich gedacht, komm, wir verkaufen das Ganze jetzt. Ja, oder beziehungsweise Investoren ist ja nicht, dass das verkauft wird. Das wären ja Käufer. Investoren sind ja Leute, die investieren, eher gesagt. Und da dachten die sich, komm, ja, wir werden jetzt mal ein bisschen unsere Investoren so Honig ums Maul schmieren oder meiner Meinung nach vielleicht sogar ein bisschen anschwindeln. Guck mal, wie viele Nutzer wir hier in Deutschland haben. 40 Millionen Nutzer, das ist doch wunderbar. Ne? Obwohl man vielleicht, wenn der Investor keine Ahnung davon hatte, was eigentlich der ursprüngliche Zweck der App war, dass man dann einfach hingeht und diese App ummodelt und damit den Investor ja irgendwie anschwindelt, weil diese Nutzung von 40 Millionen, die wird ja gar nicht mehr stattfinden, weil viele haben sich das ja einfach so runtergeladen, ja, und haben es ja aber gar nicht aktiv genutzt. Also heißt ja, die werden höchstwahrscheinlich viele tote Nutzer haben. Also ja, bald auch, ja. Aber das ist noch Zukunftsmusik, also Nutzer, die zwar die App irgendwo noch auf ihrem Handy haben, aber es nicht mehr nutzen, ja, oder vielleicht sogar schon längst die installiert haben. Weiß ja nicht, das sieht man doch bestimmt auch irgendwie. Luca kann ihre User also nicht einfach in ihre neue Restaurant- und Bezahl-App mitnehmen. Im Mai 2022 wurden alle Luca-Nutzerdaten gelöscht, mit denen Luca wohl gerade noch so toll Werbung bei seinen Investoren gemacht haben soll. Wer die App noch installiert hatte, musste aktiv dem neuen Zweck zustimmen. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass das eine enorme Hürde ist und der Transfer dann nicht so gut funktioniert. Luca konnte dennoch Investitionen in Höhe von insgesamt 40 Millionen Euro einsammeln. Die HR Group ist einer der neuesten Investoren. Ihr gehören Hotels der Marken Hilton, Hyatt und Radisson. Es gibt Pläne, Hotelbuchungen in die App zu integrieren. Die Fintech-Experten und Startup-Investoren Rami Niromant und Julian Teike sind auch mit eingestiegen. Sie wurden offenbar für Luca Pay mit ins Boot geholt. Teike scheint mit seinem eigenen Unternehmen aber gerade genug zu tun zu haben. Unter den Investoren fällt ein Name allerdings besonders auf: Target Global. Der Investmentfonds hat enge Verbindungen nach Russland. Gründer ist der Russe Alexander Frolov. Sein Vater ist Geldgeber und ein russischer Oligarch. Der Deal wurde bereits vor Beginn des Ukraine-Krieges abgeschlossen. Wir können garantieren, dass in dem Fonds keine sanktionierten Personen... Ja, und warum benennen die das jetzt so? Hier bei der App? So, warum reden die da jetzt so drüber? Was macht die jetzt so dubios? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, weil warum erwähnt man das jetzt so, dass das halt Russen sind? Will man da jetzt wieder so eine kleine Anspielung machen? Was genau ist jetzt der Sinn dahinter? Das würde mich mal interessieren. Ohne dass sonstige Leute drin sind, sondern dass es alles institutionelle Fonds sind, die auch in allen anderen Startups in Europa investieren. Der SWR hat allerdings herausgefunden, dass der milliardenschwere Oligarch und Putin-Vertraute Roman Abramowitsch ebenfalls Geld in Target Global gesteckt haben könnte. War der nicht mal Besitzer von Chelsea? Roman Abramowitsch, war der das nicht wahr? Ja, ne? Oder ist der noch Besitzer von Chelsea? Der hat doch damals, was heißt Besitzer, aber hat er die nicht gekauft oder so? Ja, ne? Ja, krass. Einfach Chelsea damals gekauft. Ist das der immer noch oder? Ich glaube, der ist ausgestiegen, ne? Ist der immer noch? Genoflex schreibt, der war. Schalke auch. Musste er verkaufen. Schalke, ja, bei Schalke, da hat er ja wirklich einen sehr, sehr guten Investition getätigt. Also bei Schalke läuft ja überragend gut, muss man ja an der Stelle sagen. So umgehe er möglicherweise Sanktionen. Dann ist da noch Krasias Investment Limited. Ein interessanter Investor, insofern, dass nicht klar ist, wer dahinter steckt. Das ist ein anonymer Investor, weil Krasias Investment Limited seinen Sitz auf den Cayman Islands hat. Und die Cayman Islands galten lange Zeit als sogenanntes Steuerparadies. Das heißt, man muss extrem wenige Steuern zahlen und Unternehmen, die dort ihren Sitz haben, können die Unternehmensstruktur verschleiern und wer dahinter steckt. Wie bei allen Startup-Investments, aber in dem Fall von Krasias handelt es sich um eine Gruppe von Privatpersonen aus dem Hotel- und Gastrogewerbe. Und es ist irgendwie ganz üblich bei Startups, dass sowas auch gepoolt wird in Vehikeln. Da hat man dann immer Einfluss, wo diese Company am Ende aufgesetzt wird. Aber über einzelne Personen können wir da keine Aussagen machen, weil wir es teilweise auch gar nicht wissen. Vertrauenswürdig. Ja, das ist wirklich vertrauenswürdig, wenn man dann über die App nachdenkt, welche Investoren dahinter noch stecken, wo man noch nicht mal weiß, wer es eigentlich ist. Geil auf jeden Fall, ja. Bin gespannt, wie viele aktive Nutzer es noch gibt. Vielleicht wird es uns ja jetzt auch noch verraten. Wir sind ja fast durch jetzt. Mal gucken. Jetzt ist 2024. Seit ziemlich genau 2 Jahren sind die Bundesländer bei Luca raus und die App hat sich neu erfunden.
Luca versucht, Kunden und Nutzer mit Rabatten zu locken. Bezahlt man mit der App, übernimmt Luca teilweise 10% der Rechnung. Zwischendurch waren es sogar 20%. Für die Restaurants legt Luca noch 10% aufs Trinkgeld obendrauf, in Form von Luca-Points. Trotz aggressiver Rabatte und Millioneninvestments läuft das Geschäft aber anscheinend nicht so gut wie erwartet. Jelena weiß von internen Unterlagen, in denen sie Zielvorgaben den InvestorInnen versprochen haben. Und da waren auch irgendwie mal die Rede von 100 Millionen Euro Umsatz und vielen tausenden Luca-Locations. Und all das ist nicht eingetreten. 100 Millionen Euro Umsatz, ja, ja. Ach, diese ganzen Versprechungen da immer. Ja, da ist es realistischer gewesen, dass wenn du bei 9 Live anrufst, dass du da irgendwie den Jackpot holst, als dass das eintrifft. Ja, Wahnsinn. Luca sagt selbst, dass sie gerade mal unter 300 Luca-Locations bis heute gesichert haben. Gleichzeitig muss man ja aber auch sagen, dass Luca gerade vielversprechende Partnerschaften abgeschlossen hat oder Kooperationen zusammenarbeiten mit zum Beispiel SAP. Und da muss ich jetzt einfach zeigen, wie das läuft in Zukunft. Womit Luca aktuell Geld verdient, wer genau die neuen Investoren sind und ob sie ihre Umsatzziele erreicht haben, hat uns Luca auf Nachfrage nicht beantwortet. Die Zweckbindung der Nutzerdaten sei ihnen jederzeit klar gewesen und kommuniziert worden. Ob sie bei ihren Investoren mit der Nutzerbasis geworben haben, blieb unbeantwortet. Auch auf die technischen Probleme der App sind sie in ihrer Antwort an uns nicht näher eingegangen. Sie verurteilen lediglich den Datenmissbrauch durch die Polizei Mainz. Der sei aber nicht die Schuld von Luca gewesen, sondern die des Gesundheitsamts, das die Daten weitergegeben hat. Warum es so unterschiedliche Analysen gibt, wie nützlich ihre App in der Pandemie wirklich war, hat Luca ebenfalls nicht beantwortet. Ja, Menschenskingers, nee, das gibt es doch ja nicht. Ja, das haben sie also nicht beantwortet. Also man muss wirklich ganz offen und ehrlich sagen, die Luca-App, ja, die habe ich schon längst vergessen gehabt. Ja, das war irgendwann mal eine App, die während der sogenannten Pandemie entstanden ist. Und wenn ich dieses Video jetzt hier nicht gesehen hätte, das wurde mir ja angezeigt, dann hätte ich da keine Sekunde mehr drüber nachgedacht, sondern hätte dann irgendwann, wenn mal irgendwer über die Luca-App gesprochen hätte oder mich gefragt hätte, kennst du noch die Luca-App? Hätte ich höchstwahrscheinlich gesagt, was? Wer? Ja, also jetzt mal ganz ernsthaft, wer nutzt die überhaupt? Und ich gehe da mal davon aus, dass höchstwahrscheinlich von den ganzen Leuten, die sich da mal ursprünglich eingeloggt haben, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal sagen, 5%, wenn überhaupt. Da gehe ich mal stark von aus, ich würde mal so sagen, 5% oder vielleicht sogar noch weniger. Der Fall Luca zeigt eindrücklich, wie Bund und Länder auch während der Pandemie größtenteils nicht in der Lage waren, technologische Lösungen zu entwickeln, die wirklich helfen. Händeringend wurde unter ganz viel Druck nach einem digitalen Heilsbringer gesucht, der uns von unserer eigenen Bürokratie erlöst. Dabei wurden etliche Mängel übersehen oder ignoriert und extrem viel Geld verschwendet. Smudo und Co. ließen sich öffentlich für eine Lösung feiern, die am Ende niemandem wirklich geholfen hat, von der sie aber ganz maßgeblich profitiert haben. Wir hoffen, dass Deutschland aus diesem Debakel lernt und massiv in die eigene digitale Infrastruktur investiert. Absolut! Cheers. Ja. Ja, das war der Bericht über die Luca-App. Und jetzt an alle da draußen, nutzt ihr die Luca-App noch? Das würde mich jetzt interessieren für die Zuschauer auf YouTube. Nutzt ihr sie oder habt ihr sie niemals installiert oder mittlerweile deinstalliert? Schreibt es gerne unten in die Kommentarfunktion. Like das Video nach Möglichkeit und abonniert diesen Kanal natürlich vollkommen kostenlos. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Mach es gut und ciao.